Grüß euch, wir sind da bei der Franziskanerkirche in Delz in Tirol. Ich bin der Bruder René, ich bin da ein Mitglied der Franziskanergemeinschaft. Hier ist unser Haus, wo wir wohnen. Wir befinden uns jetzt in der zweiten Woche der Quarantäne anlässlich der großen Corona-Krise im Jahr 2020. Das Leben geht natürlich weiter, es geht anders weiter, auch bei uns Franziskanern in Delz. Und ich lade euch herzlich ein, kommt mal rein und schaut euch an, wie es uns geht. Wir sind da bei der Pforte unseres Klosters. Für normal kommen da immer wieder viele Leute her. Entweder sind es Bettler, die um Essen bitten oder um Brot, oder es sind Leute, die um Gebet beten oder die ein Gespräch suchen. Momentan ist es hier komplett ruhig. Nur hier und da kommt jemand zur Beichte. Ja, wir machen einen kurzen Besuch jetzt beim Pater Severin. Das ist unser Guardian, das heißt, es ist der Hausleiter. Schauen, ob er da ist. Ja, Pater Severin, du bist gerade beim Arbeiten, beim Computer. Ja. Was machst du gerade? Ja, ich habe jetzt gerade für die Webseite die Geschichte von unserem Kloster, weil die müssen wir auch einmal nur aufschreiben, dass ich die auch einmal beieinander habe. Ja. Jetzt habe ich Zeit dazu, da habe ich Unterlagen habe ich auch genug da. Und da kann ich das nicht gut nützen, diese Zeit eigentlich in der Weise. Ja. Viel Platz, Raum, sowas zu machen jetzt in der Corona-Krise. Ja, das ist schon, ja. Was ändert sich sonst in der Corona-Krise jetzt für dich? Ja, für mich schon etwas. Ich kann jetzt eigentlich nicht so ins Freie rausgehen. Das heißt dann immer ins Freie auf den Straßberg auf oder irgendeine Kupferrunde oder auf Buchen auf. Das war so irgendwo meine Ziele, was ich halt so von da aus zu Fuß gehen kann. Das fällt jetzt flach und das ist mir schon sehr erwartet. Ja, da fühle ich mich schon eingeschränkt in der Weise. Ja. Man sollte nicht rausgehen, man sollte Leute nicht begegnen, sondern da sein. Das ist eigentlich schon. Ja. Das fällt mir schon, ja. Du hast jetzt unser sehr viel Kontakt mit Menschen und so, die du besuchst und ja, so feiern, viel sind da nicht so viel, das war ein halb wesentlich mehr als da, aber ich habe da auch etliche Besuche, die jetzt natürlich flach und fallen. Das ändert sich jetzt einiges auch für die. Genau. Wie siehst du sonst jetzt diese ganze Situation für die? Ist das für die eher bedrohlich oder nimmst du das gelassen? Ja, bedrohlich, sagen wir, fein ist es nicht, irgendwo das Damoklesschwert, das könnte uns erwischen und das ist unheimlich. Also Viren, die ja so klar sind, dass man sie ja nicht nur sieht nur, und auch nicht gleich wahrnimmt, sondern erst nach etlichen Tagen bemerkt, dass man sie aufgefangen hat und dass sie sich dann erst auswirken, dass man unter Umständen selber Träger ist. Und andere ansteckt, ohne dass man es weiß, oder umgekehrt auch angesteckt wird, ohne dass man es merkt, dann weiß erst im Nachhinein. Ja. Und das ist ja das Tragische bei dieser Virenerkrankung, dass das nicht so fassbar ist und nicht so greifbar ist. Ja. Also es ist schon etwa eine Sorge, die du immer mit dir ein bisschen mitbringst. Das ist schon ein bisschen Sorge, weil es ist auch die Gemeinschaft, dass man als älterer Mensch und Pater Wolfgang auch noch, wir sind ältere Menschen, die zur Risikogruppe gehören, sodass man eigentlich da auch unter Umständen etwas aufklären kann, was zu einer schwereren Krankheit führen kann. Ja. Gut, danke, Pater Severin. Gut, Das ist unser Gebetsraum, das ist ein Herzstück unserer Gemeinschaft. Hier treffen wir uns in der Früh schon um 6:30 zur Anbetung, stillen Anbetung hier. Dann um 7:40 beginnt unser Morgengebet. Anschließend haben wir die Heilige Messe hier in diesem Raum, also nicht in der Kirche, weil die Kirche ist ja für die Gläubigen zum Gebet da. Ja, das Besondere ist jetzt, dass wir hier den Altar stehen haben. Wir haben auch einen Ambo hier, ein Lesepult. Wir feiern hier in diesem Raum jeden Tag die Heilige Messe um 8:00 ungefähr und wir beten in der Heiligen Messe ganz besonders auch für alle Leute, die nicht teilnehmen können, für die Notleidenden, die heute unter
der Krankheit Covid-19 leiden, für alle, die Verantwortung haben in der Gesellschaft, für alle, die in den Pflegeinstitutionen und in der Medizin im Einsatz sind und so weiter. Das ist uns wichtig, den Menschen hier im Gebet mitzutragen. Dann auch zum Mittag treffen wir uns hier zum Gebet und beim Abend haben wir auch wieder eine Stunde Gebet, Rosenkranz und Abendgebet. Also das ist ein Herzstück für unsere Gemeinschaft und das Gebet ist, so sehen wir es besonders jetzt in dieser Notzeit, sehr wichtig. Ah, da haben wir einen Pater Wolfgang. Ja, Pater Wolfgang, du bist unser Senior im 85. Lebensjahr. Wie erlebst denn du diese Notsituation der Pandemie? Ja, ich erlebe sie als eine Herausforderung für die Menschheit. Und um eine Sinnesänderung. Und ich bete in diesem Sinn auch. Aber jetzt momentan ist sicher für viele sehr schlimm. Da geht es uns fast noch zu gut als Franziskaner, wenn man denkt, wie viele in kleinen Wohnungen sein müssen und so. Wir haben es hier wirklich schön im Kloster. Aber unsere Aufgabe ist beten und das tun wir ausführlich. Ja, und was hat sich für dich geändert jetzt in dieser Krisenzeit? Sonst zur anderen Zeit, zur normalen Zeit, was ist bei dir jetzt anders? Eigentlich kaum. Ich bin froh um meinen alten Sitz. Okay, und du gehörst ja ganz besonders zur Risikogruppe mit in deinem 85. Lebensjahr. Hast du Angst, dass der Coronavirus auch erwischen könnte? Eigentlich überhaupt nicht. Ja. Keine Angst. Und das hoffen wir, dass du auch gesund bleibst. Und dass du noch viele Jahre... Ich hoffe, dass ihr gesund bleibst und dass wir eine gute Gemeinschaft bleiben und sein. Ich liebe dieses Bild sehr, eine Nachbildung des Originals im Dom von Innsbruck, Lukas Cranach. Und überhaupt ist die Mutter Gottes für mich ganz wichtig, auch im Zusammenhang mit Medjugorje. Ich glaube, dass sie gerade in unserer Zeit auch die große Helferin und Begleiterin sein kann in eine bessere Zukunft der Welt und der Kirche. So, dann schauen wir mal rein zum Bruder Sepp und zum Koch, wie es dem geht, was er gerade macht. Bruder Sepp, grüß dich. Ja, grüß dich. Servus, was machst du gerade? Ich mache jeden Freitag, normalerweise jeden Freitagnachmittag, gell, mache ich Bierbrot backen. Das wird für die ganze Woche, was da ist. Gell. Ja, und man sieht ja die ganzen Teige da. Nicht? Und da habe ich auch eine Getreidemühle. Gell, und bei jeder Teigmischung kommt mindestens ein Kilo Vollgetreide dazu. Und das andere ist zur Hälfte Weizenmehl und zur Hälfte Roggenmehl, was ich so verwende. So, jetzt stehen wir da. Die Farbe formen. Hättest du um diese Zeit jetzt Gruppen, die da waren, um diese Zeit jetzt? Ja, heute wäre eine Gruppe da. Ja, heute war eine Gruppe da. Von, genau. Und wie viele Kinder kämen da ungefähr schon so? Zu dir? Ja, im Durchschnitt 10 über. Ja, 10. Ja, mit ein paar erstkommenden Mütter. Und ja, und dann machen wir das auch mit den Jäckchen, mit so ungefähr so. Ja. Das ist nur eine kleinere Menge. Das ist leider ist es das nicht mehr möglich. Fällt ja alles aus. Zwei Gruppen sind ja. Was hat sich sonst noch verändert für dich jetzt in der Krise? Ja, mit nein, der ganzen Sache. Einkaufen tust du für uns? Eigentlich nicht viel. Ich brauche natürlich auch nicht. Für uns fünf Leute sind nicht mehr so oft einkaufen, ein bisschen das Notwendigste. Und mit dem Kochen ist eh, bleibt es eben gleich bis zuerst gewesen, ist ungefähr. Nur, dass jetzt keine Gruppen mehr kommen, weil wenn Jugendgruppen kommen oder sonst Veranstaltungen sind, dann ist natürlich schon oft für mehrere Leute zu kochen. Nicht? Sechst. Da sieht man auch das Kreis, was ich eingeschnitten habe. Das sieht man da. Und schauen, wie es passt. Nein,
Das ist jetzt fertiges Klosterbrot. Ja, ja. Sind wir jetzt schon dankbar und freuen uns jetzt schon, was zum Anschneiden ist und dann eine Butter drauf und eine gesunde Erde. Dieses Teller, dieses Holzteller, hat mein Vater gedrechselt. Vor circa, ja, fast 40 Jahren. Mein Vater war Fassbinder und gedrechselt hat er auch. Und da hat er dieses schöne Teller gemacht. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Was ihm sehr gut zum heute zum Brotbacken passt. Aber auch, wir wissen da alle, wir brauchen das tägliche Brot für die Seele auch. Auch in Krisenzeiten geht es uns Gott sei Dank sehr gut, auch mit dem Essen. Der Bruder Sepp, unser Koch und Einkäufer, sorgt für uns. Ja, wir sind jetzt ein bisschen weit auseinander. Normalerweise sind wir enger beieinander, aber wegen Corona versuchen wir einen Abstand zu halten. Und das Refektorium ist heute auch ziemlich leer. Sonst sind oft Gäste da. Es gibt auch Zeiten, wo wir praktisch alle Tische besetzt sind. Aber normalerweise sind wir so als kleiner Kreis, sind wir sonst da beieinander und sind enger beieinander normalerweise. Okay. Was uns wieder schmeckt. Ja, für mich hat sich natürlich auch einiges geändert jetzt in dieser Zeit. Mich schmerzt zum Beispiel sehr, dass ich nicht mehr die Gottesdienste mit den Gläubigen feiern kann. Und ich bin ja unter der Woche immer wieder auch im Franziskanergymnasium gewesen. Das war für mich immer eine ganz schöne Sache, der Kontakt mit den Schülern und mit den Lehrpersonen und so weiter. Das steht natürlich jetzt alles, auch in der Schule ist kein Betrieb mehr. Und auch unsere Jugendaktionen fallen alle flach, zum Beispiel auch das Mitleben in der Karwoche, dann der Wien-Marathon, zu dem ich ganz gern gefahren wäre, mit Jugendlichen dort bei unserer Jog-and-Pray-Aktion hätten wir mitgemacht. Alles das ist aufgehoben und auch unsere Firmenbesinnungstage sind jetzt nicht mehr. Und allerdings, ich habe ein bisschen mehr Zeit jetzt da und die nütze ja zum Beispiel, ich lese jetzt ein bisschen mehr in der Bibel als sonst. Und meine Videoarbeit, die geht ja normal weiter. Ich habe erst letzte Woche ein Video veröffentlicht, habe vor morgen wieder ein Kurzvideo zum Thema Corona zu veröffentlichen. Und ich möchte jetzt in den nächsten Tagen auch meinen zweiten YouTube-Kanal starten. Der heißt Renergieriegel. Die Zusammensetzung von Bruder René und Energieriegel. Und auch ganz eine schöne Sache habe ich noch und die möchte ich euch jetzt zeigen. Kommt einmal mit. So, bitte sehr. Ja, und das ist die Clara-Krypta, ein Gebetsraum, wo wir auch Anbetung haben und wo wir uns auch mit der charismatischen Gruppe beten. Und mir ist die Idee gekommen, wir haben hier einen Techniker im Haus, das ist der Rainer, der bei uns jetzt schon einige Monate mitlebt, um seine Berufung zu erklären. Und er ist auch ein Fachmann mit Technik und Internet und allem Möglichen. Und dann ist mir die Idee gekommen, im Gespräch mit ihm, wir könnten ja eigentlich unsere Gruppen vernetzen und live machen. Und das haben wir jetzt schon begonnen. Wir haben jetzt inzwischen schon 2 Gebetstreffen mit unserer charismatischen Gebetsgruppe gehabt. Und es ist einmal mit Bannen zuerst einmal recht mit großen technischen Bannen verlaufen und das zweite Mal ist schon besser gegangen. Und beides Mal aber waren die Leute sehr begeistert. Die haben gesagt, hey, da müssen wir weitermachen. Das gefällt uns und wir leben da Gemeinschaft und ich fühle mich da so gestärkt. Eine Frau hat sogar geschrieben, mir sind die Tränen gekommen. Also da sieht man, was für eine Chance das ist, einfach sich übers Internet zu verbinden. Und das ist wirklich eine Begegnung und das ist eine reale Erfahrung, also des Miteinanders und der Gemeinschaft. Und ich bin sehr froh, dass wir das machen. Wir haben auch am Montag jetzt schon einen Test gemacht mit unserer Jugendgruppe in Hall. Da haben einige teilgenommen von dieser Jugendgruppe und die waren auch sehr angetan von diesem Treffen. Wir werden es wiederholen, jetzt jeden Montag. Das ist ein internes Treffen, also das man nur so über Internet, also mit Livestream und wir haben uns da ja so Internetangebote, also
Social Media Angebote haben uns vernetzt und dass wir unsere Gesichter gesehen haben, wie wir gesprochen haben und auch miteinander ausgetauscht haben und gebetet haben natürlich. Darum geht es ja bei unseren Treffen, dass wir gemeinsam beten. Und auch eine Lehre habe ich gegeben da bei der charismatischen Gebetsgruppe. Ihr seht da das Plakat. Und wir wollen jetzt ab nächste Woche dann unsere Gebetstreffen öffentlich schalten. Das heißt, alle können sie mitverfolgen. Näheres seht ihr oder findet ihr unter Franziskaner bzw. delfs.franziskaner.at. Könnt ihr gerne auch teilnehmen an unseren Gebetstreffen. Ja, dann lade ich euch ein, kommt einmal durch den Hintereingang in die Kirche, durch unsere Sakristeitür in die Franziskanerkirche. Die Kirche ist momentan ziemlich leer bei uns. Keine Gottesdienste finden hier statt, werktags an den Sonn- und Feiertagen. Und wir haben aber die Kirche geöffnet, den ganzen Tag, von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Es kommen immer wieder Gläubige herein zum Beten. Die sitzen dann irgendwo allein in den Bänken. Und wir freuen uns natürlich, dass wir zu Ostern in der Karwoche hier die Gottesdienste feiern dürfen, allerdings nur mit maximal 4 Gläubigen noch zur Gemeinschaft dazu. Das ist genau geregelt. Und wir haben das Glück, dass wir einen Techniker im Haus haben, den Rainer, der ein Fachmann ist und der wird die ganzen Gottesdienste übertragen über Internet. Ihr findet den Livestream, wenn ihr hineingeht ins Internet, unter delfs.franziskaner.at. Und ich freue mich, wenn ihr mit uns mitfeiert live und ich freue mich, euch auch wieder zu sehen. Wir alle freuen uns, euch wieder zu sehen hier bei uns, bei den Gottesdiensten oder auf andere Weise. Pfiat euch, macht es gut.